Berechnen die Koordinaten des fehlenden Eckpunktes C des Dreiecks ABC, wenn gilt, A ist 1, 1, B ist 8, 2 und der Schwerpunkt S hat die Koordinaten 4, 3. Als Ausgangslage brauchen wir die Schwerpunktsformel, die steht glücklicherweise fast jeder Formelsammlung drin. Die heißt einfach S ist gleich xA plus xB plus xC geteilt durch 3. Also man kann sich vielleicht überlegen, sobald der Schwerpunkt auftaucht, ist vielleicht irgendwie die Schwerpunktsformel interessant. So, für die Y-Koordinate ist fast das gleiche, yA plus yB plus yC geteilt durch 3. So, und wie geht es jetzt weiter? Naja, das hier ist ja die x-Koordinate vom Punkt S und das ist die y-Koordinate vom Schwerpunkt S. So, und das rechnen wir jetzt im Prinzip so einzeln aus und damit können wir dann auch sehr einfach die Koordinaten von Punkt C berechnen. Also wir fangen jetzt einfach mal mit xs an. Wenn ich das so aufgliedere, heißt es ja xs ist gleich xa plus xb plus xc geteilt durch 3. Da setzen wir jetzt alle bekannten Größen ein. Xs wissen wir, also die x-Koordinate vom Schwerpunkt ist 4, ist gleich und jetzt 1 plus 8 plus und hier bleibt xc stehen, weil das kennen wir ja nicht. Und dann noch geteilt durch 3. So, jetzt haben wir eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich der x-Koordinate von c. Genau, die wollen wir ausrechnen, weil wir ja die Koordinaten des Eckpunktes haben wollen und damit hätten wir dann schon mal die x-Koordinate des Eckpunktes. Also ganz normal ausrechnen, erst den Bruch auflösen mit mal 3, also mit dem Nenner multiplizieren, haben wir hier drüben 4 mal 3 sind 12 und das können wir vereinfachen, 1 plus 8 sind 9 plus xc und jetzt müssen wir noch die 9 wegbringen mit minus 9 und dann folgt daraus 3x ist xc. Also die x-Koordinate vom Punkt c ist 3. So, und das gleiche machen wir jetzt auch mit y. Nochmal allgemein, ys lässt sich berechnen aus ya plus yb plus yc geteilt durch 3. Alle bekannten Größen einsetzen. Ys war ja 3, ist gleich, und jetzt ya hatten wir 1 plus yb war 2. Und da hinten noch y plus yc geteilt durch 3. Wiederum auflösen nach yc, also wieder mit 3 multiplizieren. Dann folgt daraus 9 ist gleich und jetzt 1 plus 2 sind 3 plus yc. Dann bringen wir noch die 3 mit minus 3 weg. 6 ist gleich yc und damit haben wir auch die zweite Koordinate. Und jetzt noch einmal hinschreiben. Der Punkt C hat die Koordinaten, hier oben haben wir 3 ausgerechnet, also 3 und als y-Koordinate 6. So, das funktioniert mit allen anderen Punkten genauso, also wäre jetzt Punkt A oder Punkt B gesucht, würde es genauso funktionieren. Oder wenn es jetzt nur die x-Koordinate eines Punktes fehlt, dann kann man die Formel genauso gut ansetzen. Es ist immer im Prinzip das Gleiche.